святые согрешат, сбившись с пути. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute wird es wieder ein wenig schneller, denn heute geht es um die MiG 9L bzw. S, je nach Sprachversion des Clients und das Ganze im sowjetischen Forschungsbau. Die MiG 9 ist ein Warfighter eines jener Flugzeuge, die zahlreiche Änderungen erfahren durften, ob es sich nun beim Battle Rating um ein Auf und Ab handelte oder um eine Anpassung der Flugeigenschaften. Die MiG 9 ist heute das, wozu sie in Warfighter wohl immer angedacht war, ein guter, bisher guter Anfängerjet. Im Kampfgeschehen verzeiht sie viel, mit Tragflächen, die unglaubliche Belastungen standhalten, sofern keine Schadenseinwirkung vorhanden ist, Temperaturprobleme, die die Piloten kaum bis gar nicht kennen, und eine absolut tödliche Bewaffnung. Tja, kurzum, die MiG 9 ist für mich wie eine fliegende Shotgun nahe der Schallmauer, die Geschwindigkeit braucht und Kurven nicht mag und das alles berücksichtigend wirklich Spaß machen kann. Beim Ausbau des Flugzeugs empfehle ich dir, wie so oft, nicht die Bewaffnung vorrangig auszubauen, sondern alles in Geschwindigkeit und Leistung zu stecken. Die Bewaffnung ist abgesehen von der Streuung auch im Anfangsstatus brauchbar, aber das Wichtigste zum Überleben der MiG 9 ist die Geschwindigkeit, denn die MiG 9 zählt hier nicht zu den langsamsten im Mitbewerb. Ich habe hier bewusst die S- bzw. L-Variante gewählt, da sie im Spiel die klar stärkere Variante der beiden MiG 9 ist. Sie ist schneller und sie steigt auch besser, und beides ist ein klarer Vorteil bei den Jetgefechten. Wie es mir mit diesem Flugzeug gegangen ist, zeige ich dir im Gameplay. Zuvor aber wie gewohnt die Background-Story, dieses Mal für die MiG 9 im Speziellen, sowie unter anderem auch eingehend auf die L- und S-Variante, wobei ich durchaus für ein wenig Verwunderung sorgen könnte, speziell wenn du das Flugzeug in Warfighter schon kennengelernt hast. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Im Februar 1945 wurde Mikojan Gurevich beauftragt, einen einsitzigen Jäger zu konstruieren, welcher über die neue Strahltriebwerkstechnologie verfügen sollte. Als Bewaffnung sollte entweder eine einzelne 57mm Kanone oder eine 37mm Kanone in Kombination mit zwei 23mm Kanonen verbaut werden. Die Höchstgeschwindigkeit sollte rund 900 km/h betragen und der Jäger sollte in der Lage sein, in 4 Minuten oder weniger auf eine Flughöhe von 5000 Meter zu gelangen. Die Reichweite sollte rund 840 Kilometer betragen und bis Mitte 1946 sollten zudem auch noch drei Prototypen verfügbar sein. Die ersten Entwürfe waren für die Verantwortlichen der sowjetischen Luftwaffe recht ungewohnt. Das Cockpit verfügte über eine gute Rundumsicht, die neue Anordnung des Fahrwerks war durchaus atypisch, ebenso auch wie die Anordnung der Bewaffnung, und insbesondere die markanten Lufteinlässe in der Nase stellten eine Neuheit dar. Als Antrieb waren zwei RT-20 Triebwerke vorgesehen, die im Gegensatz zur restlichen Konstruktion keine rein sowjetischen Entwicklungen waren, sondern vielmehr adaptierte Nachbauten des BMW 003 Triebwerkes. Bei den ersten Prototypen wurde als Bewaffnung auf die zwei konzipierten 23mm Kanonen mit je 80 Schuss gesetzt, sowie der 57mm Kanone statt der 37mm Kanone und diese mit 28 Schuss. Die ersten der Prototypen wurden Ende 1945 gebaut und am 30. Dezember 1945 den sogenannten Herstellerprüfungen unterzogen. Die Bodentests ergaben, dass die Antriebsgase im Rumpfeck einen Niederdruckbereich provozierten und das Flugzeug zum Kippen bringen konnten. Gleichzeitig sorgte aber auch die Hitzeentwicklung für eine Verformung des Rumpfs. Zumindest für die Verformung konnte recht rasch eine Lösung in Form eines Hitzeschildes gefunden werden, und so wurden am 23. März 1946 die Prototypen nach Ramenskoje gebracht, um mit den Vorbereitungen der nun anstehenden Flugerprobungen zu beginnen. Das Flugzeug selbst lief zu diesem Zeitpunkt noch unter der Bezeichnung I-300 und stellte nicht die einzige Entwicklung der Sowjetunion in diesem neuen Technologiefeld dar. Parallel war auch Jakolev mit der Jak-15 in ein Projekt gestartet und dies hatte eine sehr ähnliche Zeitschiene. Am 24. April wurde, so beschreibt es zumindest der Luftfahrthistoriker Bill Gunston, von Vertretern von Mikojan Gurevich und Jakolev eine Münze geworfen, ob nun die I-300 oder die Jak-15 zuerst starten sollte.
Die Legende besagt, dass es die I-300 war und somit wurde die I-300 zum ersten flugfähigen Jet, der von der Sowjetunion gebaut wurde. Wenngleich der Erstflug damals nur rund 8 Minuten dauerte. Die ersten Flüge sorgten aber nicht nur für Euphorie, sondern sie zeigten auch sehr große Probleme auf. Die Stabilität des Flugzeugs war schlecht, die Hitzeprobleme nicht vollkommen gelöst und so kam es auch, dass ausgerechnet bei einer Vorführung vor hochrangigen Beamten ein Unfall passierte, bei dem der damalige Testpilot getötet wurde. Die Probleme schienen auch bei den Prototypen Nummer 2 und 3 nicht gelöst zu sein, aber dennoch wollte sich die Sowjetunion nicht geschlagen geben und führte die I-300 zu einer vermeintlichen Serienreife und stellte am Ende das Flugzeug mit der Bezeichnung MiG-9 in Betrieb. Die ersten 10 der gebauten Flugzeuge hatten hierbei noch als Antrieb originale BMW 003 Aggregate eingebaut. Obwohl das Flugzeug große Mängel aufzeigte, so erreichte es dennoch die gesteckten Leistungsziele. Die Piloten fanden trotz aller Mängel das Flugzeug leicht steuerbar und generell einfach zu fliegen. Erst später wurde in den Tests, und dies teilweise schon im laufenden Betrieb, festgestellt, dass die Bewaffnung auch für große Probleme sorgte. So konnte es unter anderem passieren, dass beim Abfeuern der großkalibrigen Kanonen in großer Höhe das Geschossgas das Triebwerk zum Ausbrennen brachte. Der spätere Rückbau von der 57 auf die 37mm Kanone konnte dieses Problem nicht vollständig lösen. Die Treibstofftanks waren zudem nicht selbstsichtend, auf einen Schleudersitz wurde verzichtet, ein Feuerlöschsystem existierte nicht und die Pilotenkabine hatte keinerlei Schutz gegenüber Beschuss. Diese Mängel wurden erst offiziell dokumentiert, als die Serienproduktion schon am Laufen war. Um dennoch die vermeintlich große Errungenschaft zu feiern, wurde alles daran gesetzt, dass die Flugzeuge für die Militärparade in Moskau 1947 verfügbar waren. Und zudem Artem Mikoyan und Mikhail Gurevich für ihre Leistungen den Stalinpreis erhielten. Später wurde versucht, Schwachpunkte wie den fehlenden Schleudersitz zu korrigieren, wobei auch hier auf bekannte Lösungen gesetzt wurde, wie zum Beispiel auf jene Variante, wie sie in der Henkel 162 eingebaut war. Die laufenden Verbesserungen hielten an und dies bis 1948, als das Flugzeug schon wieder als veraltet galt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 598 Stück der MiG-9 gebaut, inklusive der in Summe 12 Prototypen. 1948 war auch das Jahr, an dem die ehrgeizigen Verbesserungsmaßnahmen eingestellt wurden, ebenso wie auch die Produktion der MiG-9. Die MiG-9 hatte bis dahin keine offiziell bekannten Kampfhandlungen und musste einem neuen und wesentlich erfolgreicheren Modell Platz machen. Am 30. Dezember des Jahres fand der Erstflug der MiG-15 statt. Ein Modell, das in allen Belangen der MiG-9 überlegen war. Und anstatt der rund 600 gefertigten Stück der MiG-9 mit 18.000 Stück die Pionierzeit rund um die MiG-9 rasch vergessen machen sollte. Die MiG-9 blieb noch bis 1950 im Dienst der Sowjetunion. Ebenso 1950 wurden 31 Stück nach China übergeben, wobei China diese 1951 an Korea weiterreichen wollte. Die Stimmen gegen die MiG-9 aber waren stark und so kam die MiG-9 auch im Koreakrieg nicht zum Einsatz, sondern auch hier die MiG-15, da die erfahrenen Piloten, die mit Yak-9 und LA-9 auf amerikanische F-2H und F-80 trafen, die MiG-9 als unzureichend einstuften. Sie sollten Recht behalten. Die später eingesetzte MiG-15 war ihren Gängern im großen Stil überlegen und erst später, als die F-86 in das Kampfgeschehen eingriff, konnte ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Von der MiG-9 gab es mehrere Varianten, unter anderem auch die MiG-9 UTI, eine zweisitzige Trainervariante, die nur zweimal gebaut wurde. Neben dem RT-20-Triebwerk, welches hauptsächlich verbaut wurde, so gab es auch zwei Varianten, die das RT-21-Triebwerk verbaut hatten. Zum einen war dies die MiG-9 FF bzw. I-307, jene Variante, die in Warfunder als MiG-9S bezeichnet wird und zweimal gebaut wurde, sowie auch die MiG-9M bzw. I-308, welche nur einmal gebaut wurde. Obwohl die Version mit dem RD-21-Triebwerk markante Vorteile vorweisen konnte, kam es schlussendlich nicht mehr zu einer Serienproduktion, da bereits die MiG-15 den Platz eingenommen hatte und diese auch der verbesserten MiG-9-Variante absolut überlegen war. Von der MiG-9 existieren heute keine flugfähigen Modelle mehr und die wenigen erhaltenen Exemplare sind heute in Museen in Russland und China zu finden.
Die MiG 9 S bzw. L, S für spät, L für late. Ein Flugzeug, eine Typenbezeichnung, tja, die durchaus, ich möchte mit einem Augenzwinkern sagen, einzigartig in Warfunder ist. Wer in der Backkonsole genau zugehört hat, tja, der wird mich jetzt auch verstehen. Aber am Ende des Tages, wir spielen hier, es sagt das Wort schon, spielen, wir spielen ein Spiel und ja, dass nicht immer alles ganz so exakt und genau ist, ja, da sage ich jetzt einmal, damit haben wir gelernt zu leben und es ist bis zu einem gewissen Grad auch durchaus okay. Unter anderem ist die MiG 9 hier auch ein wirklich gutes Flugzeug, ein Flugzeug, das unheimlich viel verzeiht. Ein Flugzeug, tja, das hingegen der historischen Aufzeichnung, tja, ein unglaublich stabiles und zuverlässiges Flugobjekt ist. Tja, da trennt sich jetzt das Erlebnis in Warfunder von der Geschichte, aber sei es drum, man kann in gewisser Weise froh sein, denn stell dir vor, du hast einen Gegner vor dir, du versuchst drauf zu zielen, setzt die erste Salve ab und ja, dein Trick bei. Ja, apropos Brennen, vor uns eine 262, tja, die hat gleich ein Problem und zwar mich, wir halten drauf und ja, man hat es gesehen, ein gewaltiger Schuss. Auch die Akustik tut ihr Übriges dazu und von daher auch die Bezeichnung, die von mir gewählte Bezeichnung, die fliegende Shotgun, denn die 37mm Kanone gepaart mit den sehr mächtigen 23mm Kanonen, tja, ich sag mal, wenn es da einschlägt, dann ist meistens auch vorbei mit dem Gegner und ich glaube, da braucht es nicht mal einen Soundsmod und diese brachiale Zerstörungskraft hier wahrzunehmen. So, jetzt sind wir auch drauf, das geht sich nicht aus und ja, das wäre ja fast schon eine Vierer-Kollision geworden. Was man hier sieht, ich versuche hier nicht aufs Übelste zu dörnen. Natürlich hier auch große G-Kräfte, woran liegt es ja, man achtet auf die Geschwindigkeit. Ich bin durchaus schnell unterwegs und Geschwindigkeit ist hier eigentlich auch der Schlüsselfaktor bei der MiG 9. So, ein MiG 6234, das ging sich nicht so ganz aus. Denn Wendigkeit ist klar kein Vorteil von diesem Flugzeug. Ich habe das zu Beginn, als ich die MiG 9 begonnen habe auszubauen, immer wieder mal versucht. Tja, ich sag mal, es war ein durchaus tja, Learning by Error, möchte man sagen. Tja, ich sage mal, gelernt aus Fehlern. Das ging so gut wie nie gut. Und erst als ich dann gesagt habe, gut, das fliegt so ein bisschen disziplinierter. So, nochmal kurz drauf und ja. Erst als die Disziplin dann auch einigermaßen gegriffen hat, ja, Geschwindigkeit bleibt oben. Wir fliegen in einem Mix aus Energy Fight und Boom and Zoom. Da wurde es dann plötzlich durchaus, sage ich jetzt einmal, für meine Verhältnisse erfolgreich. Für die Profis wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber ja, ich hatte mein Ziel damit durchaus erreicht. Ja, ich habe ganz zu Beginn auch erwähnt, ja, Temperaturprobleme gibt es keine. Das stimmt für die MiG 9, allerdings nicht für die MiG 9 S bzw. L, denn einer der Unterschiede ist, die MiG 9 S L hat auch die Variante Web dabei, man sieht sie auch oben, die 108%, dann überhitzt sie durchaus, das ist für mich auch okay, und sobald man dann wieder auf 100% runter geht, man sieht, das kühlt relativ schnell auch wieder ab, da braucht man sich keine allzu großen Sorgen machen. Die MiG 9 SL ist der MiG 9, sage ich jetzt einmal, ja, überlegen möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie kompensiert das größte Manko der MiG 9. Die MiG 9 ist ein Flugzeug, die Original MiG 9, wenn man so möchte, sie fliegt sich sehr ähnlich wie die S und L. Es gibt keinen wirklich nennenswerten großen Unterschied, aber sie kompensiert eine große Schwäche der 9er und das ist die Geschwindigkeit, denn die S- bzw. L-Variante hat ein stärkeres Triebwerk bzw. stärkere Triebwerke und das führt genau dazu, dass man bis zu 80 km/h, wenn man im ähnlichen, so, bis zu 80 km/h schneller ist, die Steigrate ist auch besser und schlussendlich fühlt sich die S- und L-Variante wirklich wie die MiG 9 an, die man eigentlich auch haben möchte. Die normale 9er ist deswegen aber kein schlechtes Flugzeug, es ist nur ein Flugzeug, ja, ich sag mal, das Flugzeug, das gut mithalten kann, allerdings keines, das wirklich diese ganz großen Pluspunkte
Bei der neuen S&L sind auch zwei Dinge möglich, die mich bei der 9er genervt haben. Das heißt, der Gegner haut ab. Da hatte ich mit der normalen 9er oft mal das Nachsehen. Aber auch, nicht nur der Gegner haut ab, auch wir wollen aus der einen oder anderen Situation entfliehen. Und da tut man sich mit der normalen Variante ab und zu durchaus schwer. Denn tja, der Geschwindigkeitsvorteil ist nicht klar auf unserer Seite. So, die Schlacht geht hier immer noch weiter. Man sieht hier, viel Munition habe ich nicht mehr. Gut, aber viel hatte ich vorher auch nicht. So, wir haben auch einen Gegner hier unten. Ich habe mich mittlerweile schon verplappert. So, der hat mir drauf. Er hat nicht landen können. Tja, wir haben nicht zielen können. Und ja, wir haben auch nicht abdrehen können. Tja, ich sag mal, Sebosa versus Gier 0-1. So, wir sind schon in der nächsten Schlacht. Man sieht hier, wir sind hier über Frankreich Normandie. Und auch hier, ja, überraschend, auch Freunde, man hat sie kurz unten gesehen, aus Japan mit dabei. Hier kann jetzt, glaube ich, die Mitnahme so richtig auftrumpfen. Wen haben wir als Gegner? Die 262 und die Kika, sehr ähnliche Flugzeuge, die ebenso ein Problem mit der Wendigkeit haben wie wir, die eine durchaus starke Bewaffnung haben, aber die unter Geschwindigkeit und klar unterlegen sind. So, wir versuchen jetzt mal die erste Kika hier anzuvisieren. Die hat die A2D im Visier, ja, hier die Kika, ich sag mal, willkommen und sage jetzt einmal im Sandwich. So, wir zielen langsam drauf. So, Kika zieht hoch. Jetzt dreht sie ein. Mal schauen, geht sich das aus. Ah, das ging nicht ganz aus, aber, ja. Sag mal, eine Korrektur schnell eingeleitet und durchaus mit ja, einer gewissen Nachhaltigkeit für den Gegner. So, vor uns auch eine, ich glaube mal, eine sehr interessante Situation, relativ viel los auf relativ kleinem Raum. So, die 262 ziehen wir nicht nach, aber die nächste Kicker, die versucht sich jetzt aus dem Geschehen zu entfernen. Ja, beim Thema Entfernung, dann möchte ich jetzt mal unterstützen. So, und nochmal, ja, ja. Entfernung geglückt. Die Kika muss ich nicht mehr mit anderen Gegnern ablagen. Die Geschichte ist jetzt durch. So, ja, etliche Abschüsse gab es schon. Einmal einen hoffe ich mal, wird es noch geben. Wieder eine 232. Tja, ich glaube, ich habe da relativ viele 232 in letzter Zeit auch gesehen. Ein durchaus beliebtes Flugzeug. So, sollte ich vielleicht auch mal in meine Videos bringen. So, die 234 zieht runter, so wir halten drauf, nicht getroffen, die hat noch alle Bomben dabei, kritischer Treffer, sie zieht hoch. Eieieiei, da hat sie mich jetzt mal schön ausgerüxt. Dann mal Respekt an den Kollegen. Auch ein großes Manko der MiG-9, dass ich vermisse, sie hat keine Luftbremsen. Tja, wäre schön, wenn sie hätte, aber was hilft? So, die geht jetzt auf die Basis und ja, ich halte mal drauf, aber ich ahne fürchterliches. Ja, sie wirft die Bomben ab, Flugzeug zerstört und nein, ging sich nicht mehr aus. Die Bomben bzw. Druckwelle haben mich erwischt und ich sage jetzt einmal auch hier wieder, tja, Sebosa versus Gier, tja, mittlerweile 0-2. Tja, ob sich dieses Ergebnis, sage jetzt einmal, ich nenne es einmal meine heimliche Schlacht mit der Gier, demnächst ändern wird, das kannst du gerne erfahren, vielleicht in einem meiner nächsten Videos. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, vielleicht auch einen Kommentar, so ein kurzes Feedback, da freue ich mich immer mal drüber. Wenn es dir nicht gefallen hat, gerne auch ein Dislike. Auch damit muss ich umgehen und ich sag mal, lieber ein ehrliches tja, Däumchen nach unten als tja, ein Stillschweigen. Wenn du noch kein Abo hast, gerne auch ein Abo. Das kostet nichts und du wirst automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Hier auch meine Empfehlung, auch ein kurzer Klick auf die Glocke, dann wirst du automatisch informiert. Tja, das war's nun von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Das nächste Mal, glaube ich, wird's wieder ein bisschen langsamer. Mal sehen, was kommen wird. Wie auch immer, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Danke für deinen Besuch und es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.